Wow, Kolmar, da geht man automatisch ein bisschen langsamer drauf zu. Ja, aber man kann auch ganz eintauchen. Ja, weißt du, was ich ganz faszinierend finde? Was denn? Dir komme ich näher und habe das Gefühl, es wird noch besser. Das ist bei so einem großen Gemälde sehr selten, ne? Ja, aus der Nähe hier sind es ja unglaubliche große Farbflächen, die hier entstehen. Mhm. Und das macht einen sehr schönen Kontrast und eine tolle Lichtstimmung aus. Ach. Wunderbar. Thema Lichtstimmung. Ja. Ich bin in einer guten Stimmung für eine exzellente Expertise. Magst du zu mir kommen? Weil da hinten kommen zwei bezaubernde Damen auf uns zugeeilt. Also das ist wirklich außergewöhnlich. Voll, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich den Damen. Hallo. Hallo. Und um das Eis zu brechen, stelle ich erst mal vor, das Kolmar Schulte-Golz. Herzlich willkommen, sehr angenehm. Danke. Ich bin der Horst. Ich bin die Doris. Und ich bin die Caro. Doris und Caro. Und ich gehe mal ganz schwer davon aus, wir haben hier, auch wenn es aussieht wie die Mutter, die Omi und die Enkeltochter. Genau. Kann das sein? Ja. Ihr Lieben, das ist ein tolles Gemälde. Hat das noch eine Geschichte bei euch in der Familie? Ja, das ist von meinem Mann, seiner Tante. Die hat das, solange wir denken können. Und die, das hat er dann geerbt, oder wir haben es geerbt, vor 40 Jahren. Und seit 40 Jahren hat es erst bei uns in einem schönen Gastraum gehangen und dann später bei mir zu Hause. Ich hatte da eine wunderschöne große Wand und wurde immer bestaunt. Ja, kann ich mir vorstellen. So, ich bestaune es auch. Sehe allerdings auch ein paar Mängel an dem Bild. Was ist passiert? Ja, also so ganz kleine Mängel waren vielleicht am Rahmen vorher schon. Aber jetzt, das ist auch noch die erste Kordel dran, ne, ist die Kordel durchgescheuert und das Bild lag auf dem Kopf, auf dem Boden. Aber Gott sei Dank ist dem Bild nichts passiert. Der Rahmen ist so ein bisschen, aber wir haben da noch so ein paar Kleinigkeiten aufgehoben. Ja, gut, Kolmar. Dann die müssen wir abziehen und nachher noch drauf tun. Aber man sieht, die Substanz hat hohe Qualität. Das, was Sie mitgebracht haben, ist tatsächlich ein sehr qualitätvolles Panorama der schweizerischen Bergwelt. Und wir sehen auch den genauen Titel, der ist nämlich unten auf der Plakette zu sehen. Da steht nämlich sehr schön, dass es die Aussicht von der Schönigen Platte ist. Und das Ganze ist im Berner Oberland und man schaut eben auf das noch höhere Bergmassiv, was sich da darstellt. Und diese Berge nebeneinander, also Eiger, Mönch und Jungfrau, sind hier wunderbar zu sehen. Und es handelt sich um ein Bild aus dem 19. Jahrhundert, in einer Zeit, als man noch nicht so einfach dahin kam, wie wir das heute tun. Heute können wir mit der Bahn fahren, aber in der damaligen Zeit, muss man sich vorstellen, war das richtig ein harter Aufstieg. Und was ganz schön ist, wenn man in das Bild hineinschaut, hat man vorne die dunklen, kräftigen Farben. Und genau im Vordergrund liegt auch ein Bauer ausgerechnet auf dem Felsen und schaut gleichsam mit diesen Ziegen in dieses Tal und oben auf die Berge. Und das ist natürlich wunderbar, weil diese kleinen Figuren was ganz Wichtiges machen. Diese sogenannten Staffagefiguren, die leiten unseren Blick. Und wenn man die Figuren gefunden hat, kann man alles andere in eine Dimension bringen. Und dann schaut man eigentlich, psychologisch gesehen, mit diesen kleinen Figuren auf die sie umgebende Welt. Damit wird das Bild für die Betrachter immer größer. Und das ist eine typische Einrichtung der akademischen Malerei, dass man sowas macht. Mein Lieber, wer hat es gemalt? Und du hast eben gesagt, im 19. Jahrhundert, wie alt ist das Gemälde? Ja, also wir haben diesmal den schönen großen Vorteil, dass es auf der linken Seite sehr groß signiert ist. Und da steht im Vordergrund eben, dass es Josef Büttler gemalt hat, witzigerweise in Düsseldorf und das 1869. Mhm. Jetzt ist dieser Josef Büttler tatsächlich ein 1822 in Küstnacht, wirklich in der Schweiz geborener Künstler, der zuerst in Luzern eine Ausbildung gemacht hat, von da aus nach Düsseldorf gegangen ist, weil es früher die Welthauptstadt auch mit der Kunst war und vor allen Dingen der Landschaftsmalerei. Der Büttler ist unter anderem dort Schüler an der Akademie in Düsseldorf geworden. Und da gab es einen sehr, sehr berühmten Landschaftsmaler. Das war der Landschaftsmaler Schirmer. Der hat an verschiedenen deutschen Akademien in Düsseldorf und in Karlsruhe unterrichtet. Und der hat vor allen Dingen die heroische Landschaft und die Landschaft der Spätromantik geprägt. Dieses Bild von 1869 heroisiert diese Landschaft auch, also macht eine besondere Naturerfahrung. Und das kommt vor allen Dingen durch die Farb-, Licht- und Luftperspektive, die dieses Bild so besonders inszeniert. So, und es ist natürlich Öl auf Leinwand und Thema Leinwand. Ich sehe da hinten, das wirft so herrliche Falten. Ja, tatsächlich. Ja? Es ist auf Leinwand gemalt und es ist die Originalleinwand, die nicht dubliert ist. Und sie ist wirklich natürlich jetzt vielleicht auch durch den Sturz von der Wand etwas ins Schiefe geraten. Das kann man wieder nachspannen. Der Rahmen ist nicht der erste Rahmen, der um dieses Bild ist. Das ist deutlich ein Rahmen des 20. Jahrhunderts. Und den würde ich in die 1950er Jahre ungefähr datieren können. Mhm. Aber älter als das 20. Jahrhundert ist er auf keinen Fall. Jetzt bin ich gespannt auf den Wunschpreis.
Ich traue euch beiden zu, ihr habt euch schon mal so ein bisschen informiert. Ja, ja. Wir hatten ja auch schon mal ein Angebot. Also unser Wunschpreis wäre 5.000 Euro. 5.000 Euro. Könnte es die geben? Es ist unter den Büttler-Bildern, die mir bekannt sind, ein Bild, das besonders viel Detailreichtum hat und noch diese sehr schöne Staffage und die vielen Buntfarben. Das macht das Bild attraktiv. Zusammen mit der Größe bin ich hier bei einem Schätzpreis von 6.000 bis 8.000 Euro. Mhm. Das hört sich nicht verkehrt an. Nee, und jetzt bin ich am Überlegen. Weißt, ich bin ja nicht groß und ich habe auch nicht so lange Arme. Aber vielleicht kommt die Dame ein Stückchen näher, dann klappt es. Aber gern. Bitte schön. Dankeschön. Viel Vergnügen beim Verkauf. Dank. Sehr interessant. Freut mich sehr. Da geht's über tolles Werk. Vielen Dankeschön. Dank. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Das ist die heile Welt. Ja. Da würde ich gerne mal hin. Ich jetzt auch gerne. Ja, ich miete die Hütte hier. Aber es gibt ja wirklich in der Schweiz das Heidiland. Ja, es gibt auch die Raststelle Heidiland. Ja, genau, das ist dort. Wenn du Chur fährst, Richtung Chur, da könnte das sein. Mal schauen, ob Caro und Doris das großformatige Gemälde verkauft bekommen. Grüß Gott, hallo. Hallo, die Dame. Hallo. Guten Tag. Hallo. Kommen da Schwestern oder Mutter und Tochter? Weder noch. Weder noch. Enkelin und Großmutter. Nein, ich schon. Danke. Ein wunderbares Gemälde bringen Sie uns mit. Mhm. Reinste Düsseldorfer Malerschule. Ja. Beeinflusst wirklich auch von Schirmer und von den ganzen Größen, die man kennt. Und es ist qualitativ sagenhaft. Wir sind alle wirklich begeistert. Es erinnert sofort an Heidiland. Ja, ja. Es ist romantisch schön. Ja. Eine Idylle, ne? Ja, da ist die Welt noch in Ordnung. Ja, das stimmt. Ja, Sie haben das verstanden, mit dem schönen Gemälde bei uns Urlaubsgefühle hervorzurufen. Ja. So herrlich. Ja. Ja. Das stimmt. Ich beginne 1.000. Guter Start. Ich mache weiter mit 1.100 Euro. 1.200 bei mir. Da muss noch deutlich mehr kommen. Was höre ich denn von meinen Kolleginnen und Kollegen? Ich persönlich habe qualitativ bestimmt 4, 5 sehr ähnliche Gemälde. Mhm. Und deshalb ist es im Moment einfach nichts für mich. Also wir hatten vor circa 15 bis 20 Jahren schon mal ein Angebot erhalten von einem Händler. Das Angebot lag bei 8.000 Euro. Mhm. Und die Expertise heute lag bei 6.000 bis 8.000 Euro. Also deckt sich mit dem damaligen Ankauf. Genau. Ich sehe es als verkäuflich ein, allerdings irgendwo auf 3.000 bis 4.000 Euro. Deswegen biete ich jetzt mal 2.000. Also ich hätte jetzt noch 2.500 Euro gesagt, weil es mir auch gut gefällt. Ich weiß natürlich auch, dass die Kundschaft, die wir haben, meistens so große Bilder nicht mehr hängen können. Mhm. Ich mache noch 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.000. Na, was wäre denn Ihr Wunschpreis gewesen, gnädige Frau? Also, mein Wunschpreis, also haben wir schon von 5.000 Euro. 5.000? Das wäre jetzt ja unter der Expertise gewesen. Hm. 3.000 Euro für Millionen finde ich super, da gehe ich nicht mehr drüber. Damit wir den Damen etwas näher kommen, was haltest du davon, Julian, wenn wir beide dieses Bild, wie wir schon mal gemacht haben, zusammen kaufen? Das heißt, ich darf es transportieren, restaurieren und versuchen zu verkaufen? Nee, ich trage die Verantwortung und du das Bild. Okay, das ist in Ordnung. Ich würde Ihnen jetzt anbieten mit dem Julian zusammen 4.000 Euro. Aber das machen wir nur, weil Sie so nett sind, weil ich sehe da nicht mehr das große Geschäft. Ich sag's Ihnen, wie es ist. Großes sehe ich auch nicht mehr. Ja. Aber Sie müssen hier auch nicht verkaufen. Da haben Sie vollkommen recht. Ich kann das nicht entscheiden, weil das Bild mir nicht gehört. Wenn Sie uns so ein bisschen entgegenkommen, überlegen Sie ganz in Ruhe. Genau. Dass das auch die vernünftige Entscheidung ist. Das musst du für dich entscheiden. Nicht jetzt hier. Aber damit Sie das letzte Wort haben, legen wir jeder noch ein 100er drauf. 4-2. Aber dann wirklich finito. Das brauchen wir es nicht wieder einzupacken. Also wir machen es. Na gut, dann kriegst du jetzt jeweils 2.100 Euro von uns beiden. Gut. Mach du das doch in einem, dann gebe ich dir gleich wieder. Habe ich nicht. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Also ich habe mit dem, du hast gesagt, ich soll das Bild tragen. Du wirst die Verantwortung nehmen. Guck mal hier, wie ich hier. Das war der einzige Grund, warum ich das jetzt gemacht habe. Äh. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42,
für die Damen ihr Geld. Herzlichen Dank für dieses schöne Bild. Wir haben zu danken. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die Schweizer Alpen haben wir gekauft, Julian. Ja. Eine Kuh mit Hörner. Mein lieber Scholli. Ich wünsche euch alles Gute. Ne? Ja. Eine tolle Qualität. Also eine Aussicht. Hoffentlich sind die Kunden auch in sehbarer Nähe.